Moin Freunde, willkommen zurück zu Destiny 2. Ja, ich wollte heute mit der Story weitermachen. Das heißt, wir gehen heute auf den Nessus. Irgendwie habe ich immer Nexus im Kopf. Keine Ahnung warum. Ich sage, ich muss ja jetzt nicht alle Nebenquests nebenbei mit euch durchtrocknen. Wir wollen ja auch ein bisschen an der Story vorbeikommen. Vorankommen, nicht vorbeikommen. Mensch, ich habe heute schon wieder so ein richtig geiles Deutsch. Commander Zavala braucht eine vereinte Vorhut. Während er sich auf den Angriff auf die Allmacht vorbereitet, machen wir uns auf die Suche nach Kate und Ikora. Glücklicherweise haben wir ein ungewöhnliches Signal von Kates Geist reinbekommen. Es wird von einem Zentaur namens Nessus gesendet. Was seltsam ist, Zentauren sind eigentlich nur Felsbrocken in den äußeren Ecken des Sonnensystems. Nichts sollte hier sein. Sieht doch ganz schick aus. So viel dazu, dass hier nichts ist. Begeben wir uns auf eine Anhöhe, damit ich Kates Position orten kann. Wow. Alles klar. Ich verfolge Kates Signal. Ich glaube, ich hab da was. Stecke in der Klemme! Wächsfalle! Fail safe! Wächsfalle? Wo zieht Kate uns denn jetzt wieder rein? Irgendwas hier sendet das Signal in den Weltraum. Wenn wir den Sender finden, finden wir auch Kate. Ach cool, das ist ein Aufzug. Das ist nice. Jo. Ja, Leute, ihr werdet schon mitkriegen, ich habe eine neue Waffe. Ich habe noch ein Sturmgewehr gekriegt, als ich doch ein bisschen offline gespielt habe. Also sind die Vex auch wieder da. Das könnte da. Interessant werden. Das Signal kommt von dem Schiffswrack. Hallo, bist du hier, um Kate 6 zu retten? Wow, du bist nicht Kate. Kate 6 steckt zurzeit in einer Teleportationswaffe fest. Er ist da drüben. Jetzt ist er da drüben. Ups. Er bewegt sich? Klasse. Das macht es nicht einfacher. Ich kann dir helfen. Aber ich werde nur darüber motzen. Wie bitte? Was? Ich habe seine neuen Koordinaten für dich hochgeladen. Obwohl ich es besser wissen müsste. Okay. Das habe ich auch gerade gedacht. Wer auch immer das war, die Person wirkt ein bisschen verwirrt. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ja, alles okay? Du hörst dich komisch an. Ich bin Failsafe, das Sicherungssystem der Exodus Black. Nennt mich Failsafe. Ich habe das Signal von Kate 6 verstärkt in der Hoffnung, jemand würde ihn retten. Und da seid ihr. Ah, ich verstehe, sie ist nur eine KI. Eine fehlerhafte KI. Das habe ich gehört. Ups. Stets zu Diensten. Zentauren sollten eigentlich nur riesige Eisbrocken sein. Wie ist das denn alles passiert? Eine Alien-Roboterform namens Vex haben eine 92,014%ige Umwandlung des Zentaur Nessus erreicht. Aha. Ah, oh, da ist er ja. Kate! Ist da jemand? Frag mich bloß nicht, wie das passiert ist!
Ich habe keine Zeit zu erklären, was ich noch nicht mal selbst verstehe. Warnung, die Vex werden dich eliminieren. Oh ja, die weg. Das war noch Zeit. Failsafe, was ist denn hier eigentlich passiert? Vex wollte das Vex-Portalsystem manipulieren. Er steckt in einer nichtlinearen Schleife fest. Zu meiner Verteidigung, ich habe ihn gewarnt. Aber er ist nicht der Hellste. Das läuft nicht gut. Wie lange bist du denn schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie die Vex diesen Planetoiden umgewandelt, alle lebenden Organismen vernichtet, Moleküle reformiert und Hirnwellen für Studienzwecke digitalisiert haben. Sehr faszinierend. Die hört sich viel zu begeistert an. Nein, das war falsch! Autsch. Darüber müssen wir. Oh, nein! Das läuft doch schon wieder richtig geil. So, alle guten Dinge sind drei. Und rüber! Und runter. Abstürze. Tja, und jetzt. Rüber. Fallen, rüber, fallen. Und rüber. Das war doch nicht so schwer. Mächtige Badaboom. Heilung.
die Vex zu zerstören. Viel besser, als es meine Crew war. Ich will gar nicht fragen, aber... Felsay, was ist mit der Crew der Exodus Black passiert? Nur mein Captain kann auf diese Erinnerungen zugreifen. Und er ist sowas von tot. Ja, wo sollen wir denn jetzt hin? Noch weiter runter. Mal sehen, ob das was wird. Na! Wow! Was geht jetzt ab? Ich will da hin! Ja, vielen Dank. Und wir haben einfach komplett zurückgeschossen. Also gut, das hat mir mein Leben gerettet, ne? Aber... Was ist jetzt wirklich nur? Das sieht ja hammerheftig aus. Der Stein ist irgendwie im Weg. Will doch mal hingucken. Gate 6 befindet sich direkt hinter dem Vex-Tor. Bitte begebt euch dorthin. Dann stecken wir doch auch fest wie Kate. Oh nein, mein Urteilsmodul ist viel verlässlicher als das der Kate-Einheit. So, nochmal. Wenn du einmal Scheiße springst, dann bist du am Arsch. Super! Benutze ich dein Jetpack! Nein! Wozu auch? Man will ja nicht mal ein bisschen abkürzen. Gehen wir rum. Hat die gewonnen. Vex-Tor. Wir sind durch. Uns geht's gut. Natürlich. Kate 6 ist ganz in der Nähe. Ups. Sprinten. Ui. Oh, wir wurden einfach voll reingesogen. Oder? Hol mich hier raus! Wie denn? Was ist das? Eine Hydra? Okay, ja, ja. Kümmere dich erst darum, dann um mich. Hey, du machst das super, glaube ich. Weiter so. Außer du verlierst gerade, dann gib dir mehr Mühe. Hey, hast du sie erwischt? Hier dreht sich alles, ich versuche... Versuche hier nicht zu kübeln. Oh, was? Patrone! Auf die Fresse! Nein! Von der Seite weggesnippt! Ja, komm! Gib Gas! Nein! Nein!
Gut, Leute, das war mein Fehler. Ich dachte, ich kann so schnell mein Schild wieder aufladen. Also mein Move, wo ich mir. Ja. Hier drüben! Hol mich hier raus! Was ist das? Ein Hühner? Okay, ja, ja. Kümmere dich erst darum, dann um mich. Hey, du machst das super! Glaube ich. Weiter so. Außer du verlierst gerade, dann gib dir mehr Mühe! Wo ist das Ding? Zerwichst du! Oh, wir haben Schwert gefunden! Juhu! Schnell, komm her! Ich weiß nicht, wie lange das Portal steht. Kate, was hast du... Stopp. Hör zu. Lange Story, aber ich weiß definitiv, was ich hier tue, auch wenn es nicht so aussieht. Vielleicht auch nicht. Egal. Wenn ihr die Stromquelle am Ursprung ausschaltet, komme ich raus aus dem Portalsystem. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag doch was! Okay, beruhig dich. Verstanden, Kate. Aber wie bist du... Oh, verdammte Axt! Hast du mir nicht zugehört? Hast du ihn wohl deshalb nie aus dem Turm lassen? Ich finde den Typ so geil. Der hat so eine Art Humor, den mag ich. Gefällt mir. Ja, Leute, das interessiert mich jetzt. Oh, wo geht's denn hin? Machst du selbstständig hier? Wozu ein bisschen erst rausgeflogen, damit du wieder reinfliegen kannst? Juppa. Dann gucken wir mal, was wir so Schönes haben. Failsafe, wir sind bei deinen Koordinaten. Kate steckt in einem Vex-Portal fest. Kannst du uns helfen, die Energiequelle zu finden, damit wir ihn dort rausbekommen? Oh ja, wenn wir den Vex-Teleporter finden, den die Kate-Einheit genutzt hat, kannst du den Kreislauf ausschalten und ihn befreien. Ich kann dich hinführen. Okay, wir finden also diesen Vex-Teleporter und schalten ihn aus. Simpel. Aha. Cool. Ja, cool. Okay. Mal kurz auf die Karte gucken. Wie sieht's hier aus? Da sind wir. Oh. Wisst ihr was, Leute? Ich mach's heute länger. Ich hab gerade Bock drauf. Außerdem will ich mein Schwert ausprobieren. Hui. Hier ist eigentlich kein Ding. Bitte was? Also ich denke, in Zukunft werde ich nicht mit dem Schwert rumlaufen. Weil... Ja. Das hier ist, das ist so eine Zweitwaffe statt das Sturmgewehr irgendwie. Aber da auch noch hier Dings verbraucht. Nee, das gefällt mir nicht. Ich dachte, das sieht schon nice aus. Noch geil, dass man es machen kann, aber... Was ist das Zeug? Oh, es heißt Radiolaria. Du weißt schon, Vex-Geistesfluid. Dieses Zeug ist organisch. Scheint, die Vex sind keine reinen Roboter. Aber ich dachte, so sieht man mal wenigstens ein bisschen was. Aua. Da sind Gegner. Komm, gleich mal austesten. Ach,
Hier, das kann ich doch so verwenden. Da bin ich damit besser dran. Neu mal ausprobieren. Das gefällt mir. Nachladen. Was zum Henker hat Kate nach Nessus geführt? Ich kenne die Antwort. Erstens, hör auf, uns zu belauschen. Zweitens, wie lautet die Antwort? Er hat gesagt, ich darf es nicht verraten. Oh, tsch. Gleiche Stelle für den Spruch. Warnung, Wex-Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Das sind neue. Ich glaube, die explodieren. Ich weiß nicht, ich habe so einen Urin. Ja, die explodieren. Nein! Junge, was geht hier ab? Alter, das Spiel ist so um Länge besser. Das bockt richtig. Hi. Nein! Gut. Also das war hammergeil. Also ohne Scheiß, das hat mir gerade richtig Spaß gemacht. Ne? Ey, da kommen erstmal die Horden raus. Aber wir tauschen das Schwert. Da ist mir der Granatwerfer doch lieber. Aber das war hammergeil. Dann nehmen wir das, damit schießt ich schneller. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten.
Oh, Alter! Alter, das ist hammerkrass. Und die erste Runde lief besser. Vielleicht doch das Flammengewehr? Warnung! Wex-Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Toll. Anstrengend. Aber keine Angst, Leute. Es ist zwar ein wenig Zeit, die Folge zu beenden, aber das ziehe ich noch durch. Die haben mich jetzt herausgefordert. Das rock ich durch. Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Deckung. Nur eine Sekunde. Ja, genau. Hier, mit den. Nein! Viermal verreckt. Aber Alter, da müssen ja irgendwas über 100 Leute kommen oder so. Und ich krieg auch keine Mumpels für meine Granaten. Ey, ich brauche meinen Granatwerfer. Warnung! Wex-Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten.
Och Mensch! Was soll ich denn noch machen? Ich halte doch schon rein, wie blöd. Vielleicht nach hier hinten. Wenn ich mich hier hinten hinbegebe und sie dann kommen lasse. Versuchen wir es mal so. Wex-Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Bleiben wir mal hier hinten. Mal nicht so offensiv. Lassen wir die alle kommen? Dann rotzen wir sie weg. Welle. Durchladen. Diesmal läuft das gar nicht so schlecht. Was das? Ich dachte, durch deine Zerstörung der Wex würde ich meinen Captain und meine Crew weniger vermissen. Und? Hat nicht geklappt. So gut, Leute. Ich weiß, wir sind hier mitten in der Mission, aber ich muss hier einen Cut machen. Das wird sonst zu lang. Tut mir leid, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut